Grüß euch, meine Lieben. Ich möchte euch gern mein Abendessen zeigen. Ja, ich hoffe, ihr habt genug Zeit, um einkaufen zu gehen und kochen zu gehen, weil sonst kriegt ihr nämlich leider Hunger. Ja, heute zeige ich euch, wie man diese Pjeskawica halt macht, auf meine Art und Weise. Das ist jetzt nicht unbedingt die traditionelle Art und Weise, welches Fleisch man da halt benutzt, aber ich zeige euch wirklich, wie ich es mache. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video, beim Nachmachen und beim Essen. Mal die Zutaten an. Also bitte nicht irritieren lassen. Ich mache jetzt eine viel größere Menge. Ich schreibe das dann eh unten in der Infobox halt auch noch die genauen Mengenangaben. Aber wenn ich das schon mache, mache ich das mehr, weil wir mehrere sind. Auf jeden Fall habe ich einmal faschiertes, mir halt faschieren lassen. Ich mache das immer frisch. Ich suche mir das Fleisch aus und dann lasse ich es mir halt runter machen. Ich habe hier Schweinefleisch. Das schmeckt uns halt am allerbesten, weil da einfach nur was fettiger ist. Und das ist halt ein Geschmacksträger. Aber ihr könnt wirklich jedes andere Fleisch nehmen. Also ursprünglich wird das nicht mit Schweinefleisch gemacht. Aber wie gesagt, nehmt, was ihr halt wollt. Dann einmal eine normale mittlere Zwiebel. Aber wie gesagt, ich habe halt mehr. Ich habe sie dann klein geschnitten, weil ich halt eine viel größere Menge habe. Dann habe ich hier Mineralwasser. Da bitte 50 Milliliter nehmen. Da habe ich natürlich auch wieder mehr. Dann habe ich hier Natron. Da bitte einen kleinen Teelöffel nehmen. Und dann habe ich hier Salz, da bitte 2 Teelöffel nehmen, kommen wir auf den Geschmack und ein bisschen Pfeffer. Ja, gut, dann nehmen wir uns einfach alle Zutaten hintereinander und geben uns das einfach nur auf unser Fleisch rauf. Am besten wäre es, wenn man das machen würde, zum Beispiel am Abend und dann am nächsten Tag, dass man dann die Pjeskawice macht. Nur die Zeit habe ich halt heute nicht. Ich lasse es dann nur 1-2 Stunden ruhen. Aber ihr könnt, wenn ihr die Zeit habt, das ein bisschen länger ruhen lassen. Weil dann ist der Geschmack nämlich ein bisschen intensiver. Ein bisschen Pfeffer. Und dann geben wir noch das Mineralwasser rauf. Ihr könnt auch normales Wasser rauf tun. Nur es ist halt wirklich gut, wirklich wichtig. Weil dadurch wird das Fleisch saftiger, weil es nimmt es wirklich auf. Und dann wirklich mit den Händen hinein. Und das alles durchrühren und quetschen und mischen. Gut, also wenn ihr das wirklich, wirklich schön durchdrücken, wann soll man aufhören? Wenn das Fleisch circa so ist, seht ihr das? Das ist schon fast so, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Also es trennt sich nicht sofort. Also seht ihr, man kann ein bisschen so damit spielen und das ein bisschen formen. Das ist halt das Wichtige. Jetzt dann einfach nur schön zudecken und im Kühlschrank stehen lassen. Was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, wegen dem Natron, das könnt ihr auch weglassen. Was macht jetzt das Natron? Das Natron ist für mich genau der Unterschied früher, wenn man Pjeskawice zu Hause macht oder wenn man sie jetzt in einem guten Grillrestaurant isst. Dieser geschmackliche Unterschied, dass es nicht irgendwie nur ein faschiertes Laiberl ist, sondern wirklich eine Pjeskawice, ist für mich das Natron. Also es bindet mehr und macht für mich das zart ein bisschen, macht es zarter und für mich schmeckt es dann einfach anders. Einige mögen es nicht, weil sie dann denken, es ist mehr gummig, wenn man zu viel davon reintut, natürlich. Probiert es einfach einmal aus. Wenn ihr es mögt, dann gebt es rein, so wie ich. Ich mag es wirklich. Also für mich macht das genau das Natron den Unterschied. Und wenn nicht, dann lasst es einfach weg. Ja, wie gesagt, jetzt einfach nur zudecken, bis wir es dann benutzen. Jetzt können wir da schon unsere Pjeskawice formen. Dafür habe ich mir ein bisschen ein Öl hergerichtet. Das gebe ich mir ein bisschen in die Hände, damit es für uns leichter ist. Dann habe ich mir so ein Gefriersackerl. Ich tue mir halt so am leichtesten. Einmal nur auf beiden Seiten durchgeschnitten. Ich hoffe, das sieht man. Und ein bisschen mit Öl bestrichen, dass die da nicht oben ankleben. Und dann habe ich noch ein rundes Brett. Gut, jetzt, es bleibt wirklich euch überlassen, wie groß ihr sie gern hättet. Dann nehmt ihr euch so viel in die Hand, wie viel entweder reinpasst. Entweder wirklich so groß oder ihr macht sie klein. Das überlasse ich ganz euch. Und da formt ihr, so gut es geht, eine Kugel draus. Dann gebt ihr euch die da auf das Gefriersackerl in die Mitte hin. Dann deckt ihr das zu. Nehmt euch das Brett und drückt drauf. Und das entscheidet ihr dann, wie breit ihr eure Pjeskawica wollt oder nicht. Und dann sollte es leicht rund sein. Und dann formen wir das noch ein bisschen so mit den Fingern dazu, dass das alles wirklich schön haltet und auch optisch was gleich schaut. Und so formen wir uns einfach dann alle Leibchen und dann geht es schon ans Braten.
Ich habe mir jetzt eine Grillpfanne gekauft. Also ihr könnt sie wirklich so groß machen, wie ihr wollt. Ihr müsst sie nicht so groß machen wie ich, weil das ist dann ein bisschen abenteuerlich. Aber ich habe deswegen extra die Pfanne. Jetzt habe ich sie nur ein bisschen mit Sonnenblumenöl eingestrichen. Und jetzt gebe ich mir dann meine Zierskalitzer rauf. So, möglichst ohne Sackerl. Und jetzt braten wir das schön scharf an. Bitte am Anfang ein bisschen die Hitze, also dass es ein bisschen heißer ist, damit es nicht anpickt. Ich meine, auf der pickt es sowieso nicht an, aber trotzdem, dass es nicht anpickt. Und dann kann man die Hitze ein bisschen weiter runterdrehen während dem Braten. Gut, wenn ihr dann seht, dass es da schon ein bisschen anfängt heller zu werden, dass man merkt, sie wird schon durch, dann probieren wir sie dann umdrehen. Bitte vorsichtig sein. Beim ersten Mal bitte ein bisschen kleiner machen. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Und dann braten wir sie auf der anderen Seite auch schön braun an. So. Also Bratenkürze ist so lange, wie ihr es halt mögt. Einige mögen es halt ein bisschen mehr, einige ein bisschen weniger. Aber so sieht sie dann fertig aus. Halleluja! Gut, dann gehen wir mal unsere Fladen an. Ich habe euch eh einmal ein Rezept draufgeladen für gefüllte Fladen. Die habe ich jetzt nicht gefüllt, ihr könnt sie aber füllen. Ich habe sie schon fertig gebraten. Jetzt nehmt euch einfach Rinderbrühe. Ich habe hier Rinderbrühe, könnt ihr aber auch Hühnerbrühe nehmen. Die ist schon kalt. Das nehmt ihr euch einfach und gebt es auf die Flade auf beiden Seiten drauf. Jetzt machen wir die Fladen noch extra saftig. Geben das beides darauf. Und dann gehen wir in die Pfanne, wo wir unser Fleisch gebraten haben, die für ganz kurz, also wirklich für ein paar Sekunden, nur dass das ein bisschen verdunstet, da auf die Bratpfanne, halt drauf in die Bratpfanne und braten es von beiden Seiten kurz. Und das reicht dann auch schon. Nur ein bisschen, damit das schön anzieht und dass die richtig schön saftig sind und noch den Geschmack vom Fleisch auch noch drinnen haben. Gut, hier wäre dann unsere Pieskavica in fertiger Form. Ich habe da jetzt noch Sauerrahm raufgegeben, Zwiebeln, Salz, Tomaten. Und ihr könnt euch aber raufgeben, was auch immer ihr gern habt. Eiweiß würde da auch noch dazu passen, aber wir haben das leider nie zu Hause. Also, tobt euch aus. Wenn ihr gern Cevapcici esst, da kenne ich ein super Video. Eine YouTube-Kollegin von mir, ich bin glaube ich ihr allergrößter Fan. Die hat ein super Video davon. Ich verlinke es euch unten. Das ist von der Annie. Schaut euch alle ihre Videos an, ihren Blog. Falls ihr sie nicht abonniert habt, bitte schnell nachholen. Die hat super Rezepte und ist super sympathisch. Also ich verlinke euch das dann unten. Ja, falls euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da. Macht das schnell nach. Würde ich euch empfehlen. Ist nämlich super lecker. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao.